Hi, da sind wir dann auch schon. Na, alles gut bei euch? Ich muss mal eben ganz kurz. Boah, ich höre mich gerade so laut selber. Das ist nur ein bisschen verwirrend. Hi, na, alles gut? Hört mir mal direkt hier hin. Test? Ah, geht. Hi! Hallo Äffchen, schön, dass du da bist. Hi! Na, alles gut bei dir? Oh, ich freue mich drauf, wenn deine Bilder alle zum Kaufen da sind in deinem Shop. Ich habe schon gesagt, dann werde ich einmal Großeinkauf machen in deinem Shop. Also Großeinkauf, zumindest mal eins werde ich kaufen. Wie geht's deinen Miezen? Alles gut bei denen? Vor allem bei deinem Mädchen? Die war ja so ein bisschen noch mitgenommen nach ihrer OP. Ich hoffe, ihr geht's wieder gut. Oder ja, dass es ihr wieder gut geht. Haben die eigentlich jetzt Fäden gekriegt oder sind das so Sachen, die sich auflösen? Das finde ich noch interessant zu wissen. Als unsere Kleine operiert worden ist, das war im Maul bei ihr. Die hatte dann Fäden gekriegt, die sich auflösen. Das war schon sehr interessant. Sag doch sowas doch nicht. Was läuft alles gut vorbereiten gerade? Das war richtig auf der Tag. Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir. was denn? Aber das mit dem rechtlichen, gut, da muss man sich wirklich auseinandersetzen, damit man weiß, man ist auf der sicheren Seite. Vielleicht noch Steuerberater irgendwie an die Hand holen oder so. Dass man auch weiß, dass da wirklich alles im Grün läuft, aber ja, die Person will ja auch bezahlt werden, ne? Die Person will ja auch bezahlt werden. So. Ich habe auch vor, nochmal was zu verändern. Und zwar will ich unten den Donation-Button wegmachen. Halt, Moment. Das wird nicht für immer verschwinden. Sondern stattdessen werde ich tatsächlich auch eine eigene Ko-fi-Seite machen. So wie du sie auch hast, Äffchen. Und statt der Donation-Seite biete ich dann einfach halt die Ko-fi-Seite an, weil es so oder so das Gleiche. Ja. Nur, dass dann Ko-fi keine Gebühren erhebt. Und ich will später sowieso komplett, also sehr viel später irgendwann mal, sowieso komplett auf Werbung verzichten. Pre-Roll-Werbung kann ich eh nichts gegen machen. Aber ja, das soll dann später, Ko-fi soll dann später die Donation-Seite ersetzen. Und ich denke, ist gehabt wie gesprungen. Also der Kater war ja sofort wieder fit. Bei ihm ist auch keine Naht. Ja, ist klar. Bei ihr ist ein Riesenschnitt leider, weil es ja eine Komplikation gab. Am Sonntag ging es zum Notdienst, weil die Naht nicht mehr so toll aussah. Oh Gott. Da hat sie nur einen Kragen, kriegt jeden Tag Antibiotika von mir. Oh nein. Oh Gott, die arme Maus. War sie zu sehr, zu viel an der Naht, ja. Ist halt alles nervig. Ja, auf nach Profi, bitte von Zeug von der Seite. Ja, wie gesagt, ich will später komplett, also ich will allgemein absolut keine Werbung schalten. Ich weiß, es gibt die Pre-Roll-Werbung, dagegen kann ich nichts tun, das ist Twitch. Ich meine, die wollen sich ja auch irgendwie finanzieren, ja. Aber so allgemein werde ich einfach keine Werbung schalten. Und dann dachte ich mir, komm, ob ich jetzt eine Donation-Seite aufbaue von Streamlabs, von StreamElements, von TP-Stream und was weiß ich, wie noch alles, wie die heißen, kann ich auch direkt auf eine Profi-Seite hinsetzen. Also gibt es auch sogar Twitch-Alerts für, habe ich mich auch schon erkundigt. Kann ich einrichten. Dauert alles noch. Eventuell, dass wir nächste Woche dann schon statt dem Donation-Button unten eine Profi-Seite haben. Ja, Profi! Genau, der Schnitt war einfach riesig. Der Body hat es nicht angenommen. Da gab es eher Verletzungsgefahr. Jetzt hat sie halt den Kragen. Wenn alles gut läuft, werden die Fäden am Freitag abgezogen. Das ist super. Das ist echt, echt gut. Das freut mich. Dann ist es für sie auch angenehmer. Da ist noch meine Katze.
Minka damals, als die kastriert worden ist, hat sie auch ihren, wie heißt es hier, ihren Kragen gekriegt und die hat ihn gehasst. Die hat diesen Kragen gehasst, die ist rückwärts gelaufen mit dem Kragen, weil sie einfach nur weg wollte davon. War irgendwie witzig, zugegeben. War schon irgendwie lustig. Ja. Nein, aber es ist schön, dass es ihr gut im Antibiotika, ich denke, sie wird dann da wahrscheinlich sich ein bisschen was entzünden haben. Aber ja, es sind halt Tiere, die verstehen das nicht, wenn man es eigentlich gut mit ihnen meint. Ja. Verstehen sie nicht. Aber ist halt so. Da kann man, glaube ich, nichts dran ändern. Wie gesagt, das ist das Gleiche wie mit unserer Kleinen. Die versteht das auch nicht, dass wir es nur gut mit ihr meinen, wenn wir sie an ihrem Geburtstag zum Tierarzt bringen und sie dann da ihre Spritzen kriegt. Nimmt sie zum Glück an, der Body hat sie komplett zum Ausrasten gemacht. Oh Gott. Okay. Aber gut, wenigstens der Body funktioniert. Wenigstens das. Wenigstens ein bisschen. Ja, wie gesagt, das ist es halt, ja. Tiere verstehen das nicht. So, Moment, ich muss mal einmal ganz kurz was machen. Wo habe ich denn meinen... Wo ist er denn? Wo bist du? Wo bist du? Wie Pingetuber? Hamihime, wo bist du? Da bist du. Moment, nicht wundern, die kommen gleich wieder. Ich muss noch eine Sache einstellen. Test. Na, das sieht doch ganz gut aus. Oder... Test. La 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 la. Bla 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 bla. Ja, das sieht deutlich besser aus. Da, ja. Ich musste gerade noch was kurz einstellen. Ich wundere. Und ja, ich unterstütze dich absolut. Kofi ist so viel angenehmer und auch zum Kontakt zu Menschen zu haben, finde ich. Sobald Supporter, das auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Schöne ist, es gibt ja auch ein Goal. Ich finde das schöner mit dem Goal so auf der Kofi-Seite direkt, als es auf der Kofi-Seite direkt, als es irgendwie im Stream einzublenden. Und so kann man dann sehen, wie man dann auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Es ist gemütlich hervor, Social Media vor Leute, die dort auch schreiben etc. Ja, bestimmt, bestimmt. Auf jeden Fall. Ich habe mich da jetzt ein bisschen eingelesen an Kofi. Die sind ja dann doch relativ transparent, wie die funktionieren. Finde ich nicht schlecht. Finde ich persönlich echt nicht schlecht. Ja, also gibt Schlimmeres als Kofi. Was? Ja. So, was machen wir heute? Wir spielen heute eine Runde unseren Kult weiter. Ein bisschen entspannen, ein bisschen Kult weiterspielen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Und morgen werden wir tatsächlich Traveler's Rest spielen. Auch ein entspannendes kleines Spielchen. Ich habe auch schon das nächste Spiel mir rausgesucht, wenn wir dann Kult fertig haben. Das nennt sich Doors. Ist vom Epic Game Store, ist ein Rätselspiel. Das sah jetzt sehr gemütlich und entspannt aus. Da dachte ich so, ja, kann man mal machen. Warum denn nicht? Ich mache den Service auch sehr, glaube ich, eine gute Entscheidung von dir. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ah, dann lieber zu Kofi als zu Patreon. Ah, und dann, wie gesagt, der Donation-Button unten wird dann einfach gegen Kofi ausgetauscht. Und dann passt das. Ah, und dann, wie gesagt, dann gibt es dann was ins Kaffeeglas. Ist mein, oder eine Kaffee. Gibt es dann den Kaffee. Von daher ist es völlig egal, ob die Leute mir unten eine Donation schicken oder einen Kofi was reinschmeißen. Das ist dasselbe. Ja, also von daher, ja. So, einzigen Nachteil, den ich jetzt habe. Ich habe ja bald Geburtstag und mein Mann fragt mich, Schatz, was willst du zum Geburtstag? Und ich sitze da, was? Ich werde schon wieder älter. Nein, aber er hat tatsächlich jetzt für mich was gefunden mit meiner Hilfe und ja, darf ich nicht aufmachen vor meinem Geburtstag. Kommt zwar wahrscheinlich morgen mein Geschenk, aber ich darf es vor dem 26. nicht öffnen. Finde ich sehr nett. Es wird im Übrigen aber auch keinen Geburtstagsstream geben. Das ist zwar ein Montag, mein Geburtstag, aber mein Mann nimmt sich da extra frei für mich. Und da will ich dann nicht den freien Tag von ihm mit Streaming verbringen.
Nee. Muss ja nicht sein, wenn er sich da extra Zeit nimmt. So. Ich packe schon mal den Chat rüber auf meinen Bildschirm. Mach schon mal die Musik. Halt, erst Musik aus. Plöpp. Dann Chat rüber. Ich brauche noch mal einen dritten Monitor irgendwann, glaube ich. Irgendwann brauche ich mal einen dritten Monitor. So, und dann wollen wir mal das Spiel starten. Wo ist jetzt mein Spiel? Da ist mein Spiel. Gut. Wollen wir das mal starten und dann fangen wir auch gleich direkt an. Spiel. Ich schwöre, ich habe es alles vorher getestet. Ich schwöre. Yay! So, wie gesagt, wenn es zu laut ist, zu leise ist, einfach kurz Bescheid geben, bitte. Dann weiß ich nämlich Bescheid. Ich habe es für mich ein bisschen leiser gemacht auf dem Ohr. Controller empfohlen. Ja, den habe ich auch an. Moment, einmal kurz den Chat rüberschieben. Wie packe ich jetzt den Chat am besten? Ich weiß es gar nicht. So viel Chat. So, da passt der Chat super hin. Also, wenn es euch zu laut ist oder zu leise ist, ruhig Bescheid sagen. Für mich ist es ziemlich leise. Aber das ist auch gut so. Roadmap. Heart of the Lamp enthält bald kostenlose Updates. Inhalte und Daten können Sie noch ändern. Sünden des Fleisches. Relikte des alten Glaubens. Aha. Relikte des alten Glaubens war jetzt schon, oder? Ha, okay. Ich glaube, so ein Pastor sagt Bescheid, wenn was nicht stimmt. Alles klar, danke dir. Dann wollen wir mal anfangen. Hut des Kekses. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Genau, 16% haben wir schon. Wir haben fast 3 Stunden gespielt. Und einen Ketzer schon besiegt. Los geht's. Ist eines der niedlichsten Spiele, die ich bislang je gespielt habe. So, gucken wir mal. Was wollten wir denn? Haus ist doch noch los. Wir brauchen noch einen Schlaf. Was ist denn das? Ich muss gerade nebenbei einen wichtigen Brief schreiben. Ich wundere mich, was für... Ach, alles gut. Alles gut. Truhe öffnen. Was ist denn da drin? Aha. Ein Leuchtfeuer für Neuanfänge. Hübsch. Moment, lass mal gucken. Falsch. Wo kann ich das einsehen? Moment, das muss ich mir angucken. Was war das jetzt? Unter Dekoration. Glücksbaum blüht, wenn das Alte auf Neue trifft. Ach ja! Ist doch, ja, das Drachen jetzt, ne? Ach, das ist ja hübsch. Aber den Baum hätte ich gerne. Den Baum bauen wir aber direkt hier an die Kathedrale, wa? Sieht ja hübsch aus hier. So, da so. Hübsch! Hübsch, hübsch, hübsch. Gefällt mir. Yeah! Gebt mir göttliche Inspiration. Gut. Gefängnis. Werden wir bestimmt auch bald brauchen. Dämonenbeschwörung. Naja, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Was ist das? Eine Opferstatue. Machen wir mal hier das Gefängnis. Das Gefängnis kann jetzt nicht so wirklich falsch sein, denke ich. Ich meine ja nur, ne? Falls was ist und so. So. Ist das unter Glauben? Glaube. Missionar. Kann ich mir nicht leisten, weil ich dafür kein Gold habe. Okay, wir brauchen also Gold. Gefängnis kann ich mir auch nicht leisten, weil wir dafür Holz und Gold brauchen. Ha, Rami, woran das liegt, dass wir keinen. Ja. Ach, jetzt haben wir einen schönen Baum. Ah, der ist hübsch. Ich mag das. Ich mag das. So, kommt mal her. Einmal hier, euch hier, da, einmal hier. Seid gesegnet. Ja, schön. Alle gesegnet. So, unser Liesel ist da. Äffchen ist da. Schön. Ich habe Satt auch schon gesehen. Ja, seid gesegnet. Sehr gut. Habe ich dich jetzt auch schon gesegnet? Nee, noch nicht, glaube ich. Nee. Sei gesegnet. Nice.
Oh, er ist loyal. Gut, du bist gesegnet. Meditiert, wie lustig ist das denn? So, hier sind nicht alle gesegnet, das wollen wir mal ändern. Sehr gut. Das ist schön, dass man jetzt so mehrere auf einmal segnen kann. Das war früher war das alles so ein bisschen anders. Ich müsste noch einen Schlafsack bauen. Ich hätte wahrscheinlich eher, eher den Schlafsack bauen sollen als irgendeinen komischen Baum. Aber okay, passiert. So, was kann ich hier? Predigt. Wird Zeit für eine Predigt. Ich sehe, ich muss auch schon das Lager aufräumen. Muss ich auch noch machen. Na, hätte er gedacht, dafür habe ich meine Anhänger. Aber nein, das muss ich machen. Yay. So, ich würde aber gerne hier alles nach und nach freischalten. Vampirwaffe, perfekt. Glaubt an mich. La, Predigt. Gut, Krone, was können wir denn da machen? Eine neue Doktrin. Besitztürmer. Jenseits. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein freundlicher Kult werden, ja? Glaube ans Opfer. Nein, wir werden niemanden opfern, genau. Eigenschaft Glaube ans Jenseits. Freischalten Eigenschaften. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ans Jenseits. Verliere nur 5 statt 20 Glauben, wenn ein Kultmitglied stirbt. Genau, machen wir das. Wir sind ein freundlicher Kult. Ja? So. Nice. Jemand hatte... Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich mag das. Wir sind jetzt ein, wir glauben jetzt an das Jenseits. Wir wissen, den unseren geht es gut, wenn sie denn dann, falls sie denn dann sterben. Was ja vorkommen wird. Leider. So, mein Gucken hier, ich weiß, hier liegen irgendwo noch goldene Kacke. Yay, guck mal, da haben wir direkt Geld rausgekriegt aus der goldenen Kacke. Also, das ist schön, dieses Spiel. Was macht ihr denn? Warum? Es gab da so einen Spruch, don't shit where you eat oder so ähnlich. So, okay. Ehrlich. Ich habe gerade sauber gemacht. So. Hatte ich nicht hier... Glaube Dekoration, Moment. Doch, wusste ich es doch. Ich habe sowas freigeschaltet. Steinmine. So, jetzt können wir hier alle mal in der Steinmine arbeiten. Ich helfe sogar, weil ich so nett bin. Ich bin ein toller Kultführer. Toljulti hat eine Quest, die nehmen wir gleich. Ja, da steht und wedelt. Beachte mich, oh großer Kultführer, beachte mich. Ja, ich beachte dich, komm her. Was möchtest du? Wohlwollender Anführer, bitte verurteile mich nicht, aber ich wollte schon meine Mahlzeit aus Kot essen, kannst du mir nur damit helfen. Wem es schmeckt? Ja, da, Kot. Bitte. Das war jetzt knapp, jetzt sind da fast andere hingelaufen, um das zu essen. Oh ja, das war knapp. So, wir müssen auch bald den... Ach, ich hätte jetzt eigentlich auch den Dingens machen können. Ich hätte jetzt auch eigentlich den... Ja, dass er jetzt krank wird, wundert mich jetzt nicht. Ehrlich. Bist du jetzt glücklich? Jetzt habe ich den Superbesen. Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Bett. Ehrlich. Geh ins Bett. Ruh dich aus. Ist es denn euer Ernst? Dieses Spiel macht mich fertig. So, unser Holz, unser Stein steint vor sich her. Wir gehen jetzt mal los und gucken mal, dass wir hier
Gold und so finden, ne? Wo war denn jetzt hier der nächste Boss? Anura, bist du der nächste Boss? Ich glaube ja. Seid göttlich. Ich könnte eigentlich angeln gehen, fällt mir gerade ein. Wir haben nämlich nur Kram zum Futtern, also Gras, und das habe ich noch nicht freigeschaltet, dass sich unsere Anhänger auch von Gras ernähren können. Und die Bärenplantage will noch nicht. Ja, ich weiß. Gehen wir kurz ein bisschen angeln, bevor wir weiterziehen. Wir müssen uns ja auch um unsere Schützlinge ja auch kümmern. Ich weiß gar nicht mehr, was er wollte. Was habe ich geangelt? Kugelfisch? Okay. Kugelfisch, ja. Ja, hoffentlich weiß ich auch, wie man den zubereitet. Sonst habe ich nicht mehr viel von meinen Anhängern. Thunfisch. Was sollen wir nur tun? Fisch. Ah, der Witz wird nie alt. Was haben wir hier? Wieder Thunfisch? Nein, ein Hummer. Und Elritzen. Ich weiß gar nicht, ist. Elritze ist ein Salzwasserfisch, glaube ich, oder? Tintenfisch. Hier, ich habe alles für dich. Kneif mich mal, ist das deine Krabbe? Die hat mir einen richtigen Kampf geliefert. Ich dachte, ich hätte einen Wal am Haken. Bitte, gehört jetzt dir. Was ist das? Ein Zacken. Ich hab hier. Oh, ich muss mich heute zusammenreißen, keine schlechten Witze zu machen. Ja, aber jetzt einen Zacken in der Krone. Hummer! Sehr gut, sehr gut. Wie versprochen, hier ein Stück des Schatzes. Was war das nochmal? Ich glaube, das brauchten wir, um irgendwas zu skillen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Alles so lange her. Endlich! Ein Oktopus! Sobald ich das hier zum Ende gefischt hatte, war mir klar, dass kein Sterblicher das damit anfangen kann. Hier kommst du ins Spiel. Danke, Herr Nichtfisch. Sehr freundlich von Ihnen. Und hier, bitteschön. Davon habe ich sogar vier. Ah, der schwer zu fassende Tintenfisch. Wunderbar. Warum habe ich dann vier von dem? Hier, nimm das. Habe ich für schon 50 Jahren rausgefischt. Kann ich nicht gebrauchen. Wie alt bist du? Yay! Sehr gut. Ich habe keine Ahnung mehr, was das macht. Das ist alles so lange her. Bliese, du hast alle vier Teile eines heiligen Talismans gefunden. Talismane sind mystische Relikte, die die Krone verwenden kann, um neue Fliese freizuschalten. Am Altar in deinem Tempel kannst du Fliese freischalten und ach so, die Jäckchen. Ja! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Du bist ein Ass mit der Angelrute. Du hast mich gut und reichlich versorgt. Wenn du mehr fängst, als du behalten kannst, kaufe ich die Dinger. Wenn die Ausbeute mau ist, verkaufe ich sie. Ach, ehrlich, na, wir brauchen jetzt alles Geld, was wir kriegen können. Der verkauft Karten, die interessieren mich jetzt nicht wirklich. Was ist das? Ackerparzellenschild, du kannst mit diesen praktischen Schildern. Okay, brauche ich nicht wirklich. Gut. Führe uns, mächtiges Lamm, in die Dunkelheit blicken. Das wollte ich letztes Mal schon machen. Ein kleines Lamm, ganz allein. Vorsichtig. Du weißt nie, was in der Nacht lauert. Und auch rieche ich bei dir keine Angst. Wie seltsam. Ah, ich verstehe. Du trägst die rote Krone. Ich kannte deinen Vorgänger. Er war ein schwaches und kriecherisches Geschöpf. Ratau? Nicht so wie du, würde ich meinen. Kleines Lamm, du hast schon mal einen Pakt geschlossen. Wie wäre es mit einem anderen? Fürchte dich nicht. Ich werde dich nicht um so etwas Kostbares bitten wie deine ewige Knechtschaft. Ich bin hungrig, sehr hungrig. Ich habe einen Mordshunger. Ich will einen Fisch, einen großen Fisch. Und ich gebe dir etwas im Tausch. Bist du einverstanden?
Ja, klar, einen großen Fisch. Klar, Kugelfisch. Ja, Thunfisch. Thunfisch ist groß. Kluge Kreatur, nimm das und sieh weg, ja? Ich fürchte, ich habe etwas unappetitliche Essgewohnheiten. Du wirst mir hier nicht mehr begegnen, aber unsere Wege werden sich an anderer Stelle kreuzen, in Momenten des Zufalls, im Dunkel der Nacht. Hey, noch eins. Sehr gut. Passt. Läuft doch gut. Wir könnten hier noch mal eins. Ach so, ausverkauft. Okay. So, wir haben jetzt ein bisschen Fisch. Bisschen Fisch. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir was Vernünftiges kochen können. Dass die Leute nicht mehr krank sind. Und danach gehen wir weiter und schauen mal, was wir machen können. Da. Ich kann nur das machen? Ich kann den anderen Fisch nicht verkochen? Ehrlich? Ich kann nur Elritzen verkochen? Oh, das ist doof. Das ist echt doof. Okay. Machen wir hier schneller da. Wir brauchen Zeugs. Okay. Ja, ich weiß, dass wir ein Bett brauchen. Da. Kacke aufheben. Es ist ein Kultsimulator. Da. Das ist kaputt. Kann ich das bauen? Ja. Fertig. So. Dann gehen wir jetzt mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie was. Nein, ich habe doch kein Geld. Ja, ich kann leckere Kriecher in Ernährung riechen. Ich bleib, wo ich bin. Es gibt genug für dich und auch genug für mich. Lass deinen Anhänger nicht durch die Gegend streuen. Man kann nie wissen, wer dann ist und Hunger hat. Ja, gefällt dir das? Ich finde viele dieser leckeren Häppchen. Ja, ich habe leider kein Geld. Sorry. Entschuldigung. Gut. Was nehmen wir denn da mal mit? Ichor-Auswurf, teile die Meere aus Blut. Vampir-Axt. Ja, aber besser als gar nichts. So. Kann ich denn dann auch die Pilze hier verkochen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich hätte die Doktrin machen sollen, dass wir Gras essen können. Yay! Muss erst mal gucken, wie ich hier ausweiche. Halt, was ist das? Ich habe ein Schneckenhaus gefunden. Was macht das Schneckenhaus? Oh, mehr Knochen, gebt mir Knochen, gebt mir Gras. So, ich weiß, ich muss noch einen Schlafsack bauen, weil da kommt dann noch ein weiterer Au-Kultist zu uns. Das weiß ich. So, das war das. Ist auch noch ein bisschen nervig hier alles. So. Ich bin übrigens kein Fan davon, die Zauber einzusetzen. Ist vermutlich ein Fehler, aber hey. Wir machen alle Fehler. So. Passt. Wo gehen wir denn jetzt lang? Ich glaube, wir gehen hier lang. Das scheint irgendwie so der einzige Weg zu sein. So. Fröschchen. Noch ein Schneckenhaus. Was macht man mit dem Schneckenhaus? Ich habe. Da ist noch eine Schnecke. Bock. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der Schnecke machen soll, aber okay. Sammel ich mal ein. Hallo. Patzing. Patzing. Ting. Ach, ist das schön. Wenn Gegner was so umfällt. Noch eine Schnecke. Ich werde es einfach nicht hinterfragen. Irgendwas hat das Spiel vor. So. Der Frosch hat ein bisschen mehr ausgehalten, aber das ist völlig in Ordnung. Ich mag die Vampirwaffen tatsächlich am meisten, muss ich zugeben. Na komm. Ich ignoriere den Typen da jetzt unten total, weil der eh nur rumhüpft.
So. Läuft doch gut. Ich hab Kürbis. Oh, Kürbis. Ah, hier geht's weiter zum... Aber das will ich jetzt nicht. Ich habe da oben noch was gehabt, was ich erkunden möchte. Oh, Kürbis. Oh, yum, yum. Lecker Hokkaido-Kürbis. Ah, hi. Sag mir, Lamm, glaubst du, dass das Schicksal unveränderlich ist? Vielleicht? Weiß ich nicht. Don't mind me. Tarotkarte ziehen. Alkohol in der Waffenscharne erhöht sich... Ups, nehmen wir den Waffenschaden. Deine Karten sind gezogen. Der Vater schreckt sich vor dir. Jawohl. Waffenschaden ist immer gut. Schnellere Waffe wäre auch schön, aber... So. Da. Gehen wir jetzt mal zum... Was ist das jetzt? Mini-Boss oder so? Ich glaube, ja. Ah ja, genau. Ich weiß, sie haben noch einen Anhänger gerade in der Schleife. Was Sinn des Wortes? So, verkaufst du Nahrung? Nein, tust du nicht. Aber du hast Geschenke mal wieder. Das ist gut. Goldklumpen ist auch gut. Na, ich bin voll HP. Aber du hast nichts zu essen. Warum hast du nichts zu essen? Das finde ich blöd. Wählen Bauposse, wählen Anhängerform. Ja! Bitte, das nehmen wir. Ja. Ein Rhinoceros. Sehr niedlich. Ach ja, stimmt, wir waren. Seinem Gebiet? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß, es sind unterschiedliche. Ich weiß, das sind. Mehr oder weniger Brüder und Schwestern. Oder zumindest bezeichnen sie sich als Bruder und Schwester. Kann auch sein, dass es einfach so ist, so Kultbruder, Glaubensbruder und so. Glaubensschwester kann natürlich auch sein. Au. Au. Ich sollte aufpassen, wo die Steine runterkommen. Sind das Pilze oder sind das Pusteln? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Das sieht so ein bisschen weird aus. So, sehr gut. Gehen wir mal hier lang. Ah. Hallo. Erbärmliche, unterwürfige und abscheuliche Marionette der Roten Krone. Du hast den jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen vor Ketzereien wie den deinen. Wir sind die Hüter des wahren Wortes und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür müssen deine loyalen Anhänger leiden. Sie sollen verhungern. Nein! Wo bin ich, Anführer? Oh nein, Valeva. Valeva hungert. Jetzt ist es persönlich. Hackett. Ja. Also. Jetzt ist es persönlich. Au. Jetzt alles kaputt hier. Hat's. Hackett, ehrlich. Nee. Oh, mehr Schaden. Ja, nehme ich. Bitte, danke, gerne. Bisschen Gold, kann ich schaden. Wir gehen gleich weiter. Ich muss mal gucken, da war noch eines, wo wir hier lang können. Ach ja, Karte ziehen. Ja, gib Karte. Einen kritischen Treffer zu teilen. Ja, nehmen wir mal das Herz. Alles ist, wie es sein sollte, wie es immer war, wie es immer sein wird. Es gibt ja so so Sachen, dass sie sagen, ha, ich sehe dich nicht das erste Mal. Du hast Jahrtausende auf den Schultern. Ich so, okay. Hi, Gusion, Gaschen. Ich habe keine Ahnung, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Er hat ein
Ei. Okay. Oh, hat ein Ei gelegt. Will ich das wissen? Was aus dem Ei rausgekommen wäre, wenn ich es nicht kaputt gemacht hätte? Ich glaube nicht. Na komm, alles gut. Wir nehmen dich mit. Bei uns bist du sicher. Wir sind nämlich ein netter Kult. Wir nehmen den Kürbis mit. Die Kürbiskerne. Gold und Knochen. Sehr gut. Perfekt. Erste von vier. Ketzer besiegt. Hui! Alle Unglaublichen geläutet. Yay! Wir haben ein bisschen Fleisch, wir haben Kürbis und Kürbiskerne. Das ist sehr gut. Du siehst mich hier in Ketten, zu einem Nichts verkümmert. Aber so ist es nicht immer gewesen. Ich wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und mich hier verrotten lassen. Jeder der vier Ketten, der mich festhält, wird von einem der Bischöfe bewacht. Vernichte den Bischof und du sprengst die Kette. Zerstöre alle vier und ich werde frei sein. Ich gab dir neues Leben, Gefäß. Und jetzt musst du deine Schuld begleichen. Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere einen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Nein, ich will aber nicht. Opfer des Fleisches. Opfere einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten, Waffen freizuschalten. Anhänger höherer Stufe sind bei Opferung wertvoller. Ja, nee, mach mal nicht. Wir opfern keine Anhänger. So, Kenas, bin zu Hause. Hab Kürbis mitgebracht. Der Twitch-Chat entscheidet über dein Schicksal. Klägliche Kürbissuppe, deftige Fleischbrühe, okay? Ich kann echt sonst nichts kochen. Ach, das ist doch so nervig. Wie sieht's denn hier mit den Dingens aus, Leute? Wie sieht's denn mit den Bären aus? So, was schalten wir jetzt? Wir haben das Gefängnis freigeschaltet. Mauernopferstatue. Genau, jetzt können wir die Anhänger Opfer da lassen. Das ist kaputt, das ist schön. Oh, ja. Oh, Bären. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Können wir gleich ganz viel Essen machen. Wir haben ja auch den guten Dünger. Den können wir dann auch so. Nee, Quatsch. Haben wir nicht mehr. Wir haben keine goldenen Haufen mehr. Die werden jetzt automatisch zu Münzen. Da war ja was. Da war ja was. Er sieht aber auch so glücklich aus, ja? Unser Lämpchen, wenn er hier Beeren abpflückt. Die schmecken bestimmt gut. Zumindest rede ich mir das ein. So, perfekt. Eins noch. Da kommt Äffchen. Wir können auch mal hier ein bisschen hier den Kürbis pflanzen. Ich denke, der allgemein wird da wahrscheinlich mehr Futter geben. Ich hoffe zumindest. So, und dann kommen jetzt hier die ganzen Beeren rein. Perfekt. So, Essen kochen. Ihr habt alle Hunger. Zack, zack, zack. Genau. Nähret euch. Da doch direkt eine schöne nächste Quest für mich. Ah, sehr schön. So, nochmal was zu essen. Hey, deine Anhänger hungern nicht mehr. Glorreicher Anführer, das Basislager sieht furchtbar aus. Wir bedürfen der Schönheit, um seiner Herrlichkeit zu feiern. Lass uns Dekorationen zu deinen Ehren bauen. Ja gut, bauen wir zu meinen Ehren Dekorationen, natürlich. Huch, was ist das? Achso, das war die Opferstatue. Gut. Pff.
Mach mal das hier, warum nicht? Das schwebt einfach in der Luft. Okay. So, passt das? Wenn das einfach in der Luft schwebt, ist das ja okay. Dann stört das zumindest auch nicht. Yay! So. Ehrlich. Macht doch eure Haufen woanders hin. Da ist noch ein Haufen. Ja, wir brauchen immer noch. Habe ich jetzt genug für einen Schlafsack? Ich muss gleich mal gucken. Der hängt hier schon eine ganze. Ja. Der hängt ja schon eine ganze Weile hier in der Schleife hier. Ach nee, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Das war der Boss, den wir besiegt hatten. Aber wir haben immer noch einen, der irgendwo da in der Schleife hängt und eigentlich gerne auch ein neues Zuhause hätte. So, der ist bald wieder gesund. Das ist gut. Gebt mir euren Glauben. Sehr gut. Das machst du toll, Liesel. Komm, wir arbeiten zusammen. Yay! Quest erledigt. Kann ich euch hier noch segnen? Segeln! Sehr gut. Ich finde dieses auf einmal segnen so echt toll. Dass man nicht jeden einzeln anlaufen muss, sondern dass dann auch tatsächlich. Ja, sehr gut. Gib mir da die Loyalität. Was? Ja, dass man nicht jeden einzeln anlaufen muss, sondern dass sie dann tatsächlich sich als Gruppe bilden. Sehr gut. Hier unten war noch einer. Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Ich habe nur. Ist okay. Solange du dich freust, ist alles gut. Ich kann dich kraulen. Ja, wer ist denn ein feiner Hund? Ja, du bist es. Ja. Oh, da freut er sich. Gibt sogar ein bisschen Loyalität für. Schön. Was ist mit dir? Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Was wolltest du denn von mir? Ich habe nicht im Kopf, was der von mir eigentlich wollte, aber gut. Es hat offensichtlich hingehauen. Sei gesegnet. So, einmal hier aufwischen. Hier liegt überall ganz. Was ist das? Will ich das wissen? Es ist halt ergebener Dünger. Was zum Kuckuck? Schön. Ein Kackehaufen im Heiligenschein. Hat jeder damit gerechnet, dass wir so etwas brauchen? Ah, gut. So, kann ich jetzt. Nein, dafür brauche ich 15 Holz. Kann ich die Leute arbeiten schicken? Eigentlich schon. Du komm mal her. Geh mal arbeiten. Ich möchte bitte, dass du. Es gibt keine verfügbaren Aufgaben. Aber hier. Baum. Da. Oder zählt das nicht als Baum? Offensichtlich nicht. Okay, ich bin verwirrt. Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt hat er hier schon wieder jemanden hängen. Vielleicht behalte ich diesen hier. Ich kriege Hunger. Na, okay. Gehen wir noch mal kurz fischen? Ja. Komme ich denn am besten an Holz? Ich weiß durch die Mine, aber um die bauen zu können, brauche ich erstmal Holz. Vermutlich einfach am besten gleich mal. Tatsächlich nochmal rausrennen, nochmal ein bisschen hier ein paar Gegner prügeln und hoffen, dass wir da irgendwas mit Holz kriegen. Der verkauft mir das, oder der kauft mir das ab, hat er gesagt, ne? Hier unser Nicht-Fisch-Freund.
La 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 la. Hier ist ganz viel Fisch. Sehr gut. Kugelfisch. Den kann ich auch nicht kochen, den Kugelfisch. Ich kann wirklich nur El Ritzen verkochen. Warum auch immer. Herr, das ist bereit für eine neue Predigt. Jo. Was? Was? Notification structure collapsed. Ich glaube, das war ein Bug. Wir haben einen Bug gefunden. Ui. Noch ein Hummer, sehr gut. Können wir gleich alle verkaufen. Sehr gut. Oh, meine Nase juckt. Na komm, der noch und dann der letzte, dann haben wir's. Ich habe das Angeln jetzt extra leichter gemacht, damit wir uns damit nicht so lange aufhalten müssen. Ja, sehr gut. Hallo. Nein. Ich dachte, du verkaufst auch. Schwertfisch kaufen, Krabbe kaufen. Ich dachte, du willst auch verkaufen, also ankaufen. Und nicht nur verkaufen. Hm. Okay, vielleicht habe ich mich vertan. Keine Ahnung. Ich kann aber wirklich nur die Ritzen verkaufen, ne? Hey, Holz! Sehr gut. Ah, das ist doch so nervig, dass ich nur die Ritzen verkochen kann. Huch, willkommen im Chat. Nanu? Waren wir gerade kurz weg? Waren wir gerade kurz weg oder was war jetzt? So, kann ich denn jetzt zumindest schon mal hier das... Ja, kann ich. Oh mein Gott. Oh, finally. So, wir gehen jetzt mal zurück. Und marschieren ein bisschen durch die Pampa. Ein paar Gegner verprügeln, ein bisschen Holz sammeln, ein bisschen Gold sammeln, brauchen wir irgendwie alles. Ja, nehme ich. Vielleicht nutze ich den doch mal, den Zauber, einfach mal aus Neugier. Einfach mal neugierig. Was ist das? Wo bin ich hier? Kemach. Ah, die rote Krone. Und du, Bestie. Göttlich. Komm, ich habe Werkzeuge für dich, ja? Die wurden von Kemach gefertigt. Meine Brüder, sie mögen hübsche Dinge besitzen, aber meine macht mächtige Dinge. Wirst du zusehen? Wirst du zugreifen? Was wirst du im Tausch geben? Dein Fleisch? Deine Knochen? Deine Krone? Ich scherze. Ich mache Witze. Ich werde nichts nehmen. Nichts zu Kemach. Was? Es gibt Relikte. Okay. Cool. Echte Redes Bruder. Dose. Eitelkeit kann nützlich sein, verwende ein zufälliges Relikt, Ladetempomittel. Was? Turuas Tentakel, schlängelnde Arme in gefährlicher Reichweite. Erzeuge ein Tentakel, das bei Berührung Schaden verursacht. Finger des Exorzisten, beschwere einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt, zerbrechlich. Spawne Bomben im gesamten Raum. Was? Werde kleiner.
Hudai ist Zehennagel. Der älteste Zehennagel, den es gibt. Da bin ich schon ein bisschen anders. Beschwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Schwanz des Slithers. Vergifte alle Gegner. Aller Szene. Lass einen Sturm aus Blitzen auf die Ungläubigen niederregnen. Oh, das ist cool. See des Eisblutes. Friere alle aktiven Gegner ein. Siegel des Bischofs. Halte für eine kurze Dauer die Zeit an. Laplaces Würfel. 50%ige Chance, ein Herz zu heilen oder eine 50%ige Chance auf ein Geisterherz. Galvas Talisman. Galva, berühmter Freund. Werde größer. Schön. Glaunex Haar. Füge allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu. Oh, das ist cool. Das ist echt cool. Ja, nee, den will ich nicht. Kann ich hier mitnehmen? Ja, kann ich. Gibt sogar Häppchen. Ich weiß nicht, ob ich die Häppchen will, aber ist okay. So, nehme ich den mit? Ladetempo langsam. Ja, okay, komm. Ah, Relikte des alten Glaubens. Relikte sind mächtige Gegenstände. Oh Gott, das sieht aus. Relikte sind mächtige Gegenstände, die mit der Macht des Glaubens durchtränkt sind. Sie können für Angriffe oder Spezialaktionen verwendet werden. Relikte können verwendet werden, sobald sie voll aufgeladen sind. Lade sie auf, indem du Ungläubigen Schaden zufügst. Manche Relikte können mehrere Male verwendet werden, während andere zerbrechlich sind und nur einmal verwendet werden können. Okay. Aha, meine schönen Schöpfungen. Heilige Stücke verehrter Wesen. Verirrter Wesen auch. Sie hungern, ja. Sie dürsten nach Macht, die sie einst besaßen, ja. Füttere sie, ja? Sie sind hungrig. Hungrig nach abtrünnigem Fleisch. Lass sie schlemmen. Okay. Der Dolch ist echt schnell, macht aber leider wenig Schaden. Aber ich denke, das ist schon okay. Relikt verwenden. Boah, nice. Oh, ja, besser als eine alberne Karte, besser als ein spitzes Schwert. Kemach ist besser. Kleiner Gott wird wiederkehren. Kemach wird Relikt geben. Kemach wird Relikt fertigen. Kemach wird eines Tages Relikt aus dir machen. Adieu. Ah, ich glaube, das ist der normalste hier von allen. Ich glaube, er ist wirklich der normalste. Huch. Skelette. Ah, jetzt verwöhnt er mich aber mit den Knochen, ha? Huh? Au. Na komm. Zack, zack, zack. Bin doch nicht zu doof, um zu treffen. Aber anscheinend doch. Also der Dolch ist echt schön, so vom Tempo her. Aber der macht so wenig Schaden. So, nehme wieder alles mit. Ich muss immer noch daran denken, dass ich die Doktrin für... Was? Gehirnwäschepilzspore. Okay. Huch. Pilzleute. Bitte tut uns nichts. Wir sind einfache Anhänger, die sich an einem unbekannten Ort verlaufen haben. Der große Sozo hat uns geschickt, um mehr von seinen geliebten Gehirnwäschepilzen zu finden. Er interessiert sich nur für Pilze, er wird immer wahnsinniger. Aber als wir hier ankamen, wurde uns bewusst, dass wir nicht wissen, wie man Gehirnwäschepilze finden hätte. Und jetzt hat mit so viel Angst, um mit leeren Händen zurückzukehren. Wenn du ihm Gehirnwäschepilze bringen würdest, würde er dich sicher belohnen. Du findest ihn bei der Sporengrotte. Was? Don't do drugs, kid. Okay. Don't do drugs. Aber ihr habt hier doch Pilze, oder sind das nicht die Pilze, die ihr haben will? Kann ich das hier so... Ah, es gibt auch noch einen Pilz. Egal. Okay, also werden wir mal diesen Sozo... Ach, das sieht schon wieder so nach Dingens aus. Nach bischöflicher Eingriff. Wäre schön, wenn der nicht kommen würde, wenn ich die Kerzen kaputt machen, aber... Ach, bringst du die restlichen drei mit?
Fünf Zacken eines Pentagramms, fünf Zeichen des Untergangs vorab, fünf Geschwister Seite an Seite, fünf Götter und ein Grab. Shamura, wir wollten dich nicht stören, aber... Shamura, die rote Krone wird jeden Tag stärker. Sie war sogar bereits schon erfolgreich, wo er zuvor gescheitert ist. Leshi wurde niedergestreckt. Fünf werden zu vier werden, zu drei werden, zu zwei werden, zu einem und der wird zu nichts. Shamura, ruhe dich aus. Wir erledigen das. Werden wir doch, Kalama. Ja, Schwester. Natürlich, Schwester. Du da, Gefäß der roten Krone, knie vor mir nieder oder du wirst es bereuen. Nein? Du wirst knien oder ich zwinge dich dazu. Ey! Hä? Knie doch nicht vor jeden, was soll das denn? Wir gucken uns doch mal eben kurz die anderen Räume an. Hier oben den einmal. Natürlich Boss. Also, Gegner, nicht Boss. Das wäre ein echt lächerlicher Boss. Hallo, komm her. Zack, zack, zack. Rein. Ich mache hier zwar Baumstämme kaputt, aber das zählt trotzdem nicht als Holz. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber gut. Gehen wir mal zum nächsten Raum, den wir noch nicht hatten. Den hier oben. Sehr gut. Geisterherzen kann man immer gebrauchen. Sup, 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 patz, ging. Nice. Wir können auch bald unser Relikt einsetzen wieder. Yay! Können wir wahrscheinlich auch gut gebrauchen. Was habe ich jetzt hier? Eine Karte. Krankes Herz. Okay, passt. Ist okay. Ja. Ich glaube, da ist jetzt nicht so viel Unterschied. ich kann wieder Glauben klauen. Gib mir deinen Glauben. Glaubt ihr eh keiner an dich? Okay, das ist jetzt unangenehm, dass der da Sachen spuckt, die mich verfolgen. Das ist sehr unangenehm. Lalala. Ich habe Spaß, alles kaputt zu machen. Glauneck. Ach ja, ihr seid Geschwister, ne? Du und der andere. Allgemeiner Waffenschaden erhöht. Ja. Waffenschaden. Ja, bitte. Das ist sehr gut. Wie gesagt, so schön der Dolch auch ist, er macht halt nicht genug Schaden. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Lalala. Sehr gut. Jetzt macht's auch mehr Spaß. Die Knochen nehmen wir alle mit. Die können wir alle gebrauchen. Hopp, mehr. Perfekt. Skelette, die da eingesperrt sind. Also lustig. So, sehr gut. Easy. Ich hoffe, ihr hört es nicht klackern. Das ist mein Controller. Wenn ja, mein Controller klackert. Oh, da ist sie. Oh. Mhm. Könnte ich jetzt meinen Zauber ändern? Will ich nicht. Oh, mein Relikt ist auch fertig. Ich ignoriere irgendwie total mein Relikt. Ja, ich weiß. Karten sind gezogen. Wer bist du denn? Irgendwas sagt mir, dass ich dich zuerst besiegen sollte. Na komm, tot. Auf. Eine Kette.
Schädelhalskette. Ein Schädel wird auf Ewigkeiten grenzen. Der Anhänger lebt unnatürlich lange, doppelt so lange wie gewöhnlich. Hm. Würde ich ja gerne einem unserer Twitch-Anhänger geben. Nur wem am besten? Satz, Lethal oder Aua, Äffchen? Hm. Mal gucken. Mach ich mal ganz spontan. Der Twitch-Chat entscheidet über dein Schicksal. Ich bin noch gar nicht im Lager. Was soll das denn? Da lang. So, Zauber. Huch. Na, oh, du hast einen Dämon erhalten. Dank des Twitch-Chats. Ein Dämon. Tentakelschlange. Ja, komm, nehmen wir mal das mit. Geld. Stop, 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 stop. Au. Au. Ist es denn wahr? Au. Ehrlich. Wie der letzte Anfänger. Oh, das ist ein Herz. Nehme ich gerne mit. Danke. Oh, du bist auch schon ein bisschen nervig hier, der hier alles hier. Sehr gut. Weg mit euch. Schon wieder neue Zauber. Spitze der Verderbnis 6 zum Zielen gedrückt halten. Naja. Lassen wir mal. Ich nutze die, wie gesagt, eh nicht wirklich. Auch wenn ich das vielleicht sollte. Yay, mehr Loot. Mag Loot. So, apropos Loot. Es gibt ja ein, kommt ja bald ein Spiel raus, das ich persönlich echt interessant finde. Last Epoch. Ich habe schon mit meinem Mann gesagt, dass wir das wohl zusammenspielen werden. Ich gebe aber zu, ein kleiner Teil von mir würde das auch gerne im Stream spielen. Last Epoch ist im Grunde, ja, ist ein neues ARPG wie Diablo, nur nicht in schlecht. soll so ziemlich das Mittelding zwischen Diablo und Path of Exile sein. Wenn euch das was sagt, Path of Exile. Hi! Eine neue Waffe. Hast du Essen irgendwo? Nein? Ne? Ne? Okay. Türkische Panzerhandschuhe 5. Ein bisschen langsamer, das ist aber okay. Nehme ich gerne mit, danke. Pilzflagge. Eine Pilzsäule zum Hissen. Ich habe eine Pilzflagge. Auf jeden Fall. Last Epoch ist ein ARPG, so wie Path of Exile, wie Diablo, wie Lost Ark, wie Grim Dawn. Und wie sie alle heißen. Und ich persönlich fand die Idee, also es gefällt mir so echt gut. Ich habe mir das jetzt im Early Access gekauft. Ich hatte überlegt, das tatsächlich zu streamen. Nicht andauernd, aber so zwischendurch mal. Aua, Schaden. Und einfach mal so das Spiel zu erkunden. Dann wiederum, mein Mann würde das gerne mit mir zusammenspielen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Was haben wir denn hier? Ein neuer Dolch. Tempo 2. Nee. Ich will keinen neuen Dolch. Ich behalte jetzt mal hier die Hände. Die machen wenigstens vernünftig Schaden. Komm her. Einmal in die Hände springen. Perfekt. Super. Läuft super. So.
Das Gras nehmen wir hier auch noch mit. Ich brauche ganz viel Gras für das, was ich vorhabe. Vor allem muss ich gucken, dass ich mehr Geschenke verteile, damit ich mehr Doktrinensteine kriege. Kriege ich aber auch irgendwie hin. Huch, da war direkt ein Gegner. Nicht in den Chat gucken, nicht ablenken. So, wo gehen wir jetzt lang? Oben, unten? Hm. Andere Richtung wäre vermutlich richtig gewesen. Huch! Häppchen! Wandelnde Häppchen! Yay! Kommt her! Häppchen, 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 Häppchen! Sehr gut. Ah, da geht's zum Boss. Wir gehen jetzt erstmal hier gucken. Ehrlich, haut er mir noch mal Schaden rein. So, Boss-Time. Eligos. Ja. Alles gut, Eligos. Siehst du? Gibt doch keinen Grund, aggressiv zu sein. Ha? Wir sind doch alle Freunde hier. Du kommst auch mit. Ja. So, was wollen wir denn mitnehmen? Stein, Geschenk, Holz. Wir nehmen Holz mit. Yeah, neue Doktrin. Sehr gut. Gut, ab nach Hause. Tada, ich bin daheim. Wenigstens ein bisschen Fleisch. 15 Minuten. Krass. Gefäß, bietest du mich nicht an? Bringst du mir keine Opfer dar, in der Hoffnung, meine Gunst zu gewinnen? Wenn du zu deinem Kult zurückkehrst, wirst du eine Opfertruhe finden. Darin kannst du Opfer darbringen, die ich in meiner unermesslichen Güte zu Münzen umwandeln werde, auf dass du den Kult stärken kannst. Aber ich lasse mich nicht leicht zufriedenstellen. Machst du mir allzu oft die gleichen Geschenke, sinkt der Preis. Aber keine Angst. Mit der Zeit wird der Wert wieder steigen. Zoll mir einen angemessenen Tribut und du wirst belohnt werden. Okay? Müssen wir schon mal, wie wir an Gold kommen. Da ist sie. Unsere Opfertruhe. Sehr schön. Oh, ich sehe schon, ich muss wieder aufräumen. Gut, was kann ich denn mal opfern, was wir definitiv erstmal nicht brauchen? Das hier kann weg, weil wir das eh nicht verkochen können, aus irgendeinem mir völlig unerfindlichen Grund. Ich weiß, also wir können das nur kaufen bei dem einem Typi da. Was ist das? Ilritze und Lachs. Kann ich den Lachs verkaufen? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich will Essen kochen. Ihr habt ja alle Hunger hier anscheinend. Tödliches Gericht. Nein. Heftige Fleischbrühe. Yay. Und fieser Fleischbrei. Alles gut. Kriegen wir alles hin. Kochen. Sehr gut. Om nom 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 nom. Und ich muss dringend mal sauber machen gehen. Dämonenbeschwörung. Du kannst einen Dämon beschwören. Ja, das kostet mich aber Anhänger. Das weiß ich noch, das kostet mich Anhänger. Wisch, wisch, wisch. Wisch, wisch, wisch. Wisch, wisch, wisch. Wer ist denn da müde? Irgendeiner von euch ist da. Mera. Mera, geh doch mal hier ins Bett. Was hältst du davon? Nee. Hier, geh schlafen. Oh ja, Essen. Sehr gut. Können wir gleich alles pflücken. Wisch, wisch, wisch. Super. Ja, rosa Affe-Tanz freut sich. Komm her, du kriegst mal ein Geschenk von mir.
Ja, einfach nur, damit du länger lebst. Yay! Direkt mit Loyalität belohnt. Vielen Dank. Zack. Sehr gut. Ja, was möchtest du? Anführer, ich habe Lethathan of Odin die Blumen gegeben, aber das reicht nicht. Ich muss wirklich Eindruck schinden. Kannst du uns eine köstliche Mahlzeit zubereiten, die wir uns teilen können? Vorzügliches Gemüsefest, mal. Wie mache ich denn das? Anhängerhackfleisch, was? Ach, guck mal, aus den Lachs können wir verkochen. Könnten wir, wenn wir den denn hätten. Oder Ilritze? Jo, Bären. Dafür brauche ich bestimmt den Kürbis, oder? Gleich mal gucken. Ich finde das ja niedlich, dass hier unser Liesel tatsächlich ein... jemand hat, der ihn anbietet. Zack. Zack. Ich hätte die Sachen alle vorher nochmal düngen sollen, damit wir mehr rauskriegen. Aber, passiert. So, ich verteile gleich noch Geschenke, damit wir auch ja mehr Loyalität haben. Zack, 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 zack. Fertig. Sehr gut. Wo rennst du jetzt hin? Warum rennst du jetzt weg? Was soll das denn jetzt? Warum rennt der jetzt einmal weg? Nein, ich wollte keinen Pilz anbauen. Ah, Pilz angebaut, ne? Super. So, ja, Liesel, genau, komm mal her. Hilf du mal mit. Ach, deswegen ist er weg, weil hier keine Dings mehr drin sind. So, sehr schön. Keine Ahnung, was diese Kackenhaufen alle machen. Dieses ganze Chaos hat mich krank gemacht. Wenn ich mich nicht ausruhen darf, werde ich mit Sicherheit sterben. Moment, fandest du das nicht toll? Krank zu sein? Wo kommt jetzt der ganze... Was? Wo kommt jetzt all das her? Was? Warum? Wieso? Weshalb? Ich gehe gleich sauber machen. Ehrlich. Einmal kurz düngen. Also die goldene Kacke können wir trotzdem verwenden. Das finde ich sehr gut. Patz, 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 patz. Düngen, düngen, düngen. Yay, Kürbis ist schon fertig. Perfekt. So, alles gedüngt. Wir gehen jetzt mal aufräumen. Warum ist hier alles voll? Warum? Was habt ihr getan? Ich habe den immer noch nicht indoktriniert, den Typen. Der hängt da immer noch rein. Muss ich immer noch machen. Ich vergesse den andauernd. Ja, mir sind meine Anhänger alle völlig wichtig. Klar. Okay, da ist viel Stein drin. Sehr gut. Komm her, lass mich dich einmal segnen. Kann ich dir ein Geschenk geben, dass du mich noch mehr magst? Ein kleines Geschenk. Na, immerhin. Was ist das? Okay, ein Holzkreuz. Schön. Oh Gott. Hat also nicht gereicht, aber egal. So. Ich finde das schön, dass sie jetzt tatsächlich mehr, wie sag mal, Idle-Positionen haben. Sehr schön. Dich will ich auch segnen.
Du könntest bald Level Up haben. Hier, kriegst du auch ein Geschenk von mir. Da. Kleines Geschenk. Bitteschön. Na. Oh. Würde ich mich auch freuen. Puppe vom Anführer. Oh, schön. Gibt es da eigentlich Merch von? Also, dass es die Puppe wirklich als Merch gibt? Huch. Nein, ich wollte euer Gespräch nicht unterbrechen. Entschuldigung. So, du hast aber bestimmt hier auch nochmal ein Geschenk. Guck mal. Oh. Sehr gut. Jetzt können wir dann noch die nächste Doktrin dann machen. Hätte ich eigentlich gedacht? Du hast Noti unterbrochen. Ach Leute, ehrlich. Oh nein, how dare me. Also ich darf die Leute beim Reden nicht unterbrechen. Ja? Sonst mögen sie mich nicht mehr. Ehrlich. Gut, Form wählen. Was haben wir denn jetzt hier alles? Das Rhino, das ist schön. Hier haben wir allgemein. Okay. Seidenwiege haben wir noch nicht. Ankertiefen hatten wir auch noch nicht. Anura, das ist da, wo wir momentan durch sind. Düsterholz haben wir tatsächlich alle. Finde ich gut. Dann möchte ich bitte hier einmal ein Häschen haben. Machen wir mal ein weißes Häschen. Kann das weiße Häschen auch rote... Oh ja, nehmen wir das. Erhalte beim Glauben, beim Bau bessere Unterkünfte. Es wird... Ja, ist okay. Dynika, damit können wir leben. So, und weil ich mal nicht so bin, kannst du dann mal hier bitte Holz hacken gehen. Aber da war ja noch einer. haben wir denn da noch ein Bett übrig? Ich glaube, ich müsste da mal Betten bauen. Dekoration. Ach ja, stimmt. Wir hatten hier irgendwo eine genau hier die Pilzfahne. Wenn ich das jetzt mache, weckt das die auf? Bestimmt, oder? Wir bauen hier nochmal eins hin. Geht ja zum Glück schnell. So, was ist eigentlich jetzt hier mit dem Essen? Schlichte Schüssel Beeren. Schüssel Kot, Anhänger Hapfenhain. Deftige Fleischbrühe. Hm. Ich werde wahrscheinlich verschiedene Arten von Gemüse brauchen dafür, vermute ich. Klägliche Kürbissuppe. So, ganz viel kochen. Sehr gut. Gut, ich warte mal, bis die Anhänger aufwachen. Weil ich würde gerne die Betten erneuern. Ich weiß aber nicht, ob ich sie wecke, wenn ich da jetzt einfach neue Betten dahin mache. Und das wäre echt blöd. Huch, ausgraben. Könnt ihr mir eigentlich mal meine Kekse holen? Mal hier die Heizung anmachen. Es wird nämlich gerade echt kalt. Zack und zack und zack. Oh, das dauert alles lange. Nice. So, es wird Tag. Sehr gut. Natürlich ist das kaputt. Wir sind ja nicht so, ne? Wir reparieren das. So. Können wir über Liesel bauen? Ach komm, wir versuchen es einfach mal. Oh, das gefällt Liesel gar nicht. Ja, da kommen sie alle zum Arbeiten. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nein, ich will nicht mit dir reden, ich will bauen. Dann gehe ich halt hierhin bauen.
Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal eine Steinmine und nochmal eine Holzmine aufbauen. Ihr könnt mir hier auch gerne helfen, wisst ihr? So, hier. Genau, Satt kommt helfen. Das ist gut. Sehr schön. Liesel, wo bist du? Komm her, Liesel. Geh ins Bett. Ruh dich aus. Ich gehe mal schon mal sauber machen. Brauche mal ein Plumpsklo bei Zeiten. Hauptsache, meine Anhänger verstehen sich gut. So, kann ich jetzt hier noch ein Dingens machen? Ja, kann ich. Das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich noch mal ein bisschen mehr Holz. Und dann hätte ich gerne noch bitte das da für mehr Stein. Sehr schön. Aber jetzt gehen wir erstmal beten. Bevor ihr da baut, gehen wir erstmal beten. Ein Ritual. Ah, wir können jemanden... Nein, ich will das nicht. Danke. Krone. Eine neue Doktrin. Versorgung wäre das, ne? Nahrung des Jägers oder Nahrung der Beute? Bitte Grasfresser. Wir wollen keine Kannibalen. Wir sind lieb. Wir essen Gras. Ja. Feiert mich. La la la. Okay, das haben sie geändert mit den Steinen offensichtlich. Das haben sie offensichtlich geändert. Ist okay. Ach ja, wir können jetzt einen Vlies aussuchen. Der verursachte Schaden hört sich mit jedem Kill, wird aber zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Du erleidest doppelten Schaden. Nein. Flüche verursachen doppelten Schaden, kosten nur die Hälfte an Eifer, aber Nahkampfschaden und Lebensenergie werden halbiert. Nein. Du erhältst bei jeder Ziehung einen Tod, kein krankes Herz wird. Du bist aber dadurch erlittenen Schaden vergiftet. Alle Herzen werden durch 1,5 mal der Menge an einem blauen Herzen ersetzt. Fließt das Schicksal. Ziehe 4 Tarotkarten zu Beginn. Nehmen wir mal das. Weiß. Und wir halten eine Predigt. Wir können nachhinein immer noch auf das normale Fließ umsteigen. Sehr gut. Die Flüche interessieren mich also gar nicht. Erhalte dauerhaft ein halbes Herz. Genau, das machen wir. Glaube, Predigt. La. Sehr gut. Schön, dann sind wir damit fertig. Der Twitch-Chat entscheidet mein Schicksal. Ich will einmal hier bitte... Auf. Nee, dafür gibt es tatsächlich keine Doktrin-Dinger mehr. Okay. Hätte ich jetzt was gedacht. Dann haben sie es tatsächlich geändert. Vermutlich, wenn man das zu schnell bekommen hat. Aber wann haben sie das? Ach doch, da. Hä? Wieso? Hä? Verstehe ich nicht. Kann ich jetzt hier alle auf einmal sehen? Gott. Schön. Alle auf einmal gesegnet. Perfekt. Liesel ist noch krank. Der soll sich ausruhen. Na komm. Aufwischen. Sehr schön. Gut. Dann machen wir kurz was zu essen. Und dann gehen wir nochmal los.
habe hier was freigeschaltet. Ah, das sollte ich mir auch regelmäßig angucken. So, ein Tabernakel. Ein Ort, an dem Anhänger tagsüber beten und Hingabe hinterlegen können, wenn sie die nicht am Schrein huldigen. Ja, ist okay. Sehr schön. So. Wir gehen jetzt mal zu dieser Sporengrotte und sagen dem mal Hallo. Mal gucken, was wir da kriegen. Hallo. Ich habe mich an Nora verlaufen und war so hungrig, dass ich ein paar gefundene Pilze gegessen habe. Bin 3 Tage später mit einem schlimmsten Kopfschmerzen aufgewacht, aber ich will irgendwie mehr. Er interessiert sich nur für Pilze, er wird immer wahnsinniger. Okay. Ja, nun. Don't do drugs, kids. Ich grüße dich, Reisender. Ich? Na, ich bin natürlich Sozo, Pilzforscher. Ich schätze, das macht mich zu einem Champion der Champignons. Na, ein kleiner Witz, den Zoll so gerne macht. Bist du eine Spinne? Ja, Pilze sind Sozos Leidenschaft. Aber Sozo braucht mehr. Sozo braucht immer mehr. Du wirst für Sozo sammeln, ja? Ja. Sozo kann seinen Anhängern da draußen nicht trauen. Sie lügen, sie stehlen, sie flüstern sich Geheimnisse über Sozo zu. Sozo weiß es einfach. Sozo wird alles tun. Er wird an deinem Altar beten. Sozo widmet sich mit Leib und Seele deiner Sache. Sozo reißt dir den Kopf ab. Total normal. Der ist total normal, der Typ. Sozo zeigt dir, wie du die Kraft des Pilzes nutzen kannst, damit sich die zerbrechlichen kleinen Köpfe deiner Anhänger für deinen Weg öffnen. Aber du musst sie nicht bei Sozo anwenden. Oh nein, Sozo wird dir freiwillig folgen. Solange du Sozo weiter Pilze bringst, wird Sozo alles für dich tun. Nimm den Weg nach Anura und suche Pilze für Sozo. Du hast sie vorher vielleicht nicht gesehen, aber wenn du sie jetzt suchst, werden sie da sein. Okay. Total normal, der Typ. Ehrlich. Total normal. Das gehört sich so. Okay. Dann ziehen wir mal direkt los. Ich gehe mal ein paar Pilze sammeln. No, Igelchen. Aber nein, wir haben immer noch irgendjemand in der Leitung, glaube ich. Genau, wir können jetzt 4 Karten, dafür kriegen wir keine 9. Na. Ja, ist okay. Wir testen jetzt mal das Vlies. Wenn ich damit nicht zufrieden bin, können wir immer noch auf das andere umsteigen wieder. Huch! Nein, das wollte ich nicht. Bäh. Ehrlich. Hat Trickgeld gekostet und das nicht gerade wenig. Hallo, Gegner. Zack, zack, zack. Zack, zack. Hat es natürlich den Vorteil, dass die Karte aufgedeckt ist. Aber wir haben doch schon vorher Gehirnwäschepilze gefunden, oder bilde ich mir das nur ein? Ja gut, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ach, nicht du schon wieder. Es ist gar nicht so lange her, dass wir die Rote Krone verstoßen haben. Gerade mal ein paar tausend Jahre oder so. Die Ketzerei, die sie predigte, war nicht zu tolerieren. So schädliche Ideale konnten wir nicht dulden. Für diese verachtenswerteste aller Sünden muss die Strafe langwierig und schmerzhaft sein. Ich lasse eine Hungersnot über deinen Kult hereinbrechen. Und durch unkontrollierte Gier und grenzenlosen Ehrgeiz wurde göttliches Blut vergossen. Nein! Boah, ehrlich. Walle war hungert, Fitekre hungert, Äffchen hungert. Mag dich auch. Ach du schon wieder. Gefällt dir meine Krone? Was? Kremnos Gefolge wird dich was? Beschwöre ein... Ja, komm. Dem kleinen Gott gefallen, Grimlachs Anhänger? Grimlach hat sie selbst erschaffen.
Oh, Anhängerfleisch. Daher kriege ich das Anhängerfleisch. Okay. Grembach geht's gut. Der ist total normal. Zack, zack, zack. Batz. So einfach geht das. So, jetzt habe ich aber mal eine Frage. Wenn man jetzt jemanden hat wie Sozo, der ja irgendwie seine eigenen Anhänger hat, ist das da nicht auch ketzerischer Glauben? Doch, irgendwie schon, oder? Apropos ketzerischer Glauben, ich muss mal in den, bei Zeiten in den tollen Dingens gucken. Au. Bei Zeiten mal in den tollen Leuchtturm nachgucken, ob da jetzt alles IO ist oder... Der spuckt Bomben. Ach, wie knuffig ist das denn? So, gebt mir Knochen, gebt mir Pilze. Die brauchen wir alle. Da-da-da-da-da. Oh, da ist Essen. Das brauchen wir. Wir nehmen das Essen mit. Mein Handy vibriert. Ich habe voll Lebensenergie. Okay. Kleine Geschenke und große Geschenke. Sehr gut. Was nehme ich denn mit? Ich will ja die Anhängerform haben. Gib mir die Anhängerform. Was bist du? Ein Fennec-Fuchs. Ja, ist das gut. Na, das ist süß. Nehmen wir doch gerne mit. Kann ich mit dir reden? Huch. Sorry. Ich will dir nichts tun. Naja, na gut. Ich wollte eigentlich nur mit dem reden. Okay. Der erzählt immer was von Anhänger und so. Also mit hier Zuneigung. Dachte, ich könnte mit ihm reden. Hi. Macht dir das nichts aus, dass ich deine Gäste töte? Nur die besten Zutaten. Werden wir uns gleich holen. Pilze, Kürbis. Ich nehme den Lachs. Oh, eine wunderbare Wahl. Diese Schnecke. Diese Schnecke ist irgendwie ein Mut. Oh, sorry. Mag es nicht, meine Liebste. Deine Liebste. Sorry. Apropos Schnecke, ich muss noch gucken, was ich mit diesen Schneckenhäuschen mache, die wir gefunden haben, wo ich die verwenden kann. Gib mir deine Hingabe. Hehehe. Der Twitch-Chat überscheidet über mein Schicksal. Nice. Du, 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 du. Hey, Pilze. Also diese komischen Hirnpilze kriege ich nur von den großen roten Pilzen. Aber das ist okay. Das ist gut zu wissen. Ich habe einen Dämon. Nice. Keine Ahnung, was der macht, aber es ist gut zu wissen, dass ich den habe. So. Da unten ist was, da gehen wir auch gerne hin. Ach, der schon wieder. Glaunix-Haar, ja, machen wir mal das. Dem kleinen Gott gefallen, Grimmers Anhänger. Grimmers hat sie. Ja. Yay, Liesfeld ist nicht mehr krank. Sehr gut. Also manchmal hat der Häppchen, manchmal hat er auch Anhängerfleisch. Über die Häppchen freue ich mich natürlich am meisten. Nicht über das Anhängerfleisch. Ja. Und,
Autsch. Läuft super. So, wieder mehr Pilze. Ein Geisterherz nehme ich auch gerne. Wo gehen wir denn lang? Wir gehen da lang. Zack, zack, zack. Schnetzel. So gehört sich das. Gras für die Anhänger. Schnetzel. Perfekt. Zack. Ich habe noch nicht das Beste erzählt, ne? Ich denke, dass wir bald nochmal 3 neue Emotes haben. Ja. Die gute Clara Dockford, die Künstlerin, die schon so viel für den Stream hier gemacht hat, arbeitet momentan an 3 neuen Streams. Halte dann kurz... Ja, okay, nee, das habe ich nicht. Was haben wir denn hier? Ein vampirischer Dolch. Der gefällt mir. Der gefällt mir, weil der heilt. Wir kriegen auf jeden Fall 3 neue Emotes. Ein Lachen, ein Angry und ein Knife. Jawohl. Gib mir deine Anbetung. Dieser Fernkämpfer, noch mehr. Keiner mag Fernkämpfer. Wenn es Gegner sind. Zack, weg ist er. So, la la la. Wenn man selber Fernkämpfer spielt, ist das alles super. Aber als Gegner sind die einfach nur nervig. Autsch, Schaden genommen. Was macht jetzt eigentlich der Dämon? Ich habe immer noch nicht ganz gerafft, was mein Dämon tut, aber... Er sieht auf jeden Fall bedrohlich aus mit seinen Zacken. Wird sich vermutlich zeigen, was er kann. Ich muss auch immer noch mal... Oh. Moment, kostet mich das Tarotkarten? Ja, nehmen wir das. Das ist mir lieber, weil wir haben eh nur 4 Tarotkarten. Damit können wir dieses Pizza hervorrufen. Au! Warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? Ah. Weird. Die Gegner wehren sich. Ganz weird. Zack, zack, zack. Was kannst du? Klinge des Verräters Schaden. Ja gut, geperrt. Werde ich zwar nicht mehr geheilt, aber dafür mache ich jetzt zumindest mehr Schaden. Ist wenigstens etwas. Boys. Zipper. Hallo, Zippa, komm mal her. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ich wollte auch noch hier Minimis. Geh mal weg hier. Keiner braucht euch. Au. Au. Oh, ich kann ja hier, hallo? Hat das jetzt was gebracht? Ich glaub fast, das hat nichts gebracht. So, aber Knochen. Knochen sind immer gut. Wir mögen Knochen. Was nehmen wir denn da gleich mit? Wir haben ein großes Geschenk. Wir haben Goldklumpen. Und wir haben Holz. Wir haben jetzt das Holzlagermine-Ding. Geschenk. Wir nehmen die Goldklumpen mit. Die Herde ist bereit für eine weitere Predigt. Ja, werden wir auch halten. So. Eins noch und dann haben wir den nächsten Boss. Das Anhängerfleisch werde ich gleich hier unserem großen Boss opfern, weil das werde ich definitiv nicht verkochen.
Nein, ich. Ja. Ich möchte gerne bitte im Pool bleiben. Danke. Habe ich einmal verklickt. Na, ah, wie sie alle glücklich sind. Und ihr habt. Dieser Besen wird immer krasser. Nice. Sehr gut. Oh, ich sehe schon, ich muss Plums Klo herkriegen. Lalala. Komm her. So. Hallo? Also ein Dünger mangelt es uns jetzt erstmal nicht. Du bist krank. Dann gehst du jetzt ins Bett, ruh dich aus. So, hier muss irgendwo noch was da. Ihr habt Hunger. Hab ich nicht. Ich hab doch gekocht für euch. Leckere Fischmahlzeit. Guck mal hier. Dieser Fleischbrei. Ist doch besser als gar nichts. Schlichte Schüssel Beeren. Da, bitteschön. Hoch, koch, koch. Na, ah, wie sich alle freuen. Endlich essen. Ich hatte doch extra Essen gekocht. Ach, wahrscheinlich hält das nicht so wirklich lange satt. Kann das sein? Das hält nicht so lange satt. Hm. Anhängerfleisch verkaufen wir. Das brauchen wir nicht. Die Pilze will ich... Kann ich nicht verkaufen, weil die brauchen wir für die Quest. Schüsselkot, nein. Wir kochen mal noch ein bisschen mehr. Damit die Leute mehr, also unsere kleinen Anhänger, mehr Essen kriegen. Liesel, die geht's wieder gut. Sehr gut. Hallo? Ich will segnen. Kann ich? Ich will. Danke. Segen. So, Liesel, können wir reden? Liesel, komm mal her. Ja, Entschuldigung. Ehrlich. Du ehrst mich, großer Anführer. Ich bin ewig dankbar. Gerne. Hat dich auch nur fast umgebracht. Hatte ich auch nur fast umgebracht. Ich brauche das Gefängnis. Ich muss das Gefängnis bauen. Eine Raffinerie, sehr gut. Und dann können wir auch das Plumsklo als nächstes machen. Das da. Das ist ganz wichtig. Die drei Dinge hier sind wichtig. So, wollen wir denn die Raffinerie? Das ist das hier. Ja, ja, Gebäude kann nur einmal gebaut werden. Ich weiß. Die machen wir mal hier hin. Ressourcenweihen. Fortgeschrittene Bauten benötigen geweihte Ressourcen. Geweihte Ressourcen setzen sich aus Basisressourcen zusammen. Schalte die Raffinerie frei und baue sie, um Ressourcen weihen zu können. Gibst du in der Raffinerie eine entsprechende Bestellung Auftrag, kommt automatisch ein Anhänger, der deine Ressourcen weiht. Brav. Brav, brav, brav. Sehr gut. Wir können auch gleich nochmal beten. Aber erstmal hier. Flicky, 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 flicky. Nein, ich will erst pflücken. Nein. Achso, die Pilze sind noch nicht fertig. Okay. Die Pilze brauchen echt lange. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Also Pilze werden wir definitiv nicht anbauen. Nur, dass du Bescheid wirst. Da kommt doch direkt Äffchen helfen. Das ist schön. Ja. Äffchen freut sich. Sachen anbauen.
So, läuft doch alles super. Ich würde jetzt gerne trotzdem noch ein bisschen Kürbis anbauen, weil das kann nicht schaden, Kürbis zu haben. Gut. Upp. Die Blumen sollten wir bei Zeiten auch mal anbauen, weil die ja Medizin geben. Wir haben zwar noch kein Medizinhäuschen, aber kann alles nicht schaden. Hallo Hund. Hallo Gracie. Was möchtest du? Du möchtest Aufmerksamkeit. Das ist aber gerade ganz schlecht, Süße. Okay, ich muss mal eben hier sauber machen. Oh. Eines ist kaputt, aber das ist okay. Können wir gleich neu bauen. Wir gehen erstmal kurz sauber machen. Ehrlich. Na, komm. Brav. Du komm mal her. Du, nein, halt. Du geh mal hier Feldarbeit. So, irgendwo liegt doch mehr. Da unten. Da ist auch noch... Ja, da wird mir auch schlecht werden. Ehrlich. Irgendwo ist noch was, oder? Nee, das waren alle. Okay. Reicht's? Leider nein. Na gut. So, was bestellen wir denn? Was ist denn das? Seidener Faden. Ein edles Garn für die Herstellung von Kleidung. Nice. Sehr cool. Wir gehen jetzt auch mal eben beten. Eine neue Doktrin. Mach mal hier Besitztürmer. Tümer, nicht Türmer. Ist Geld die Wurzel allen Übels oder hält es wahre Böses mir vor? Den Zehnten abnötigen. Schalte die Anhängerzone den Zehnten abnötigen frei. Sammle einmal täglich von einem... Nein. Anhänger bestechen. Schalte die Anhänger zum Anhänger bestechen frei. Bestiche einen Anhänger mit drei, um seine Normalität zu erhöhen. Ja. Nun. Ach komm, wir bestechen die Anhänger. Warum denn nicht? Passt doch. Neue Doktrin. Sehr gut. So. Das, ne? Ich will einen Kult umbenennen. Ach, ich könnte hier meinen Kult umbenennen, aber das will ich nicht. Hallo? Ich wollte eigentlich umblättern. Perfekt. Predigt. Glaubt an mich. Glaube. Perfekt. Waffenbeherrschung. Drück die Taste schweren Angriff, um einen schweren Angriff zu nehmen. Die Waffe hat ihre Exe. Gefährliche Geister aus toten Gegnern entweichen die Widersacher in der Nähe angreifen. Sie tauchen auf der. Nehme ich das. Das ist gut. Das gefällt mir. Wir predigen von Liebe und Wohlstand. Ah. Was? Du hast alle geweckt vom Schlafen abgehalten. Ja, sorry. Ehrlich. Sorry. Passiert nicht nochmal. So, Regenbogenhaufen. Da, und wir haben aber noch normalen Dünger. Zack, 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 zack. Ah, dieser blöde Pilz. Ja, nehmen wir den mal mit. Den braucht ja eigentlich keiner. Hallo. Nein, das will ich nicht. Komm her, Häppchen. Häppchen. Komm her. Goldenen Haufen haben wir auch. Das ist schön. Hallo, kommst du her? Häppchen. Häppchen. Auf. Häppchen. Huch, was ist das? Was ist das? Aufheben.
Also es ist irgendwas, was auch unser Lämpchen nicht mag. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wir packen es mal dahin. Ich weiß nicht, was es tut. Da liegt noch Gras. So. Okay, sieht doch gut aus. Haben wir noch genug Platz? Wir haben, glaube ich, noch genug Platz für unseren nächsten Kultanhänger. Hey! Bekehre mich zu einem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Ja, machen wir doch mal. Was haben wir denn? Wir haben eine Form. Wir haben neue Formen. Wir haben den Fennekfuchs. Und den, wir nehmen den Fennekfuchs. Farbe wählen. Lassen wir mal so, wie er ist. Variante wählen. Was haben wir denn da? Nehmen wir den hier. Ich habe nur Zyniker. Ich habe irgendwie nur Zyniker. Warum weiß ich nicht? Es gibt nicht genug Betten. Ja, ich bin... Liesel, ich bin gleich bei dir. Nein! Geht doch. Ja, Liesel. Was möchtest du, Liesel? Oh, ich spüre meine Knochen knirschen und meine Sehkraft schwinden, aber mein Herz singt im Wissen, dass ich mein Leben in deinem Dienst verbracht habe. Oh, mächtiges Lamm. Liesel, Son of Odin hat ein hohes Alter erreicht. Yay! Also, yay! Weiß, okay, jetzt wirklich, weiß irgendeiner, was dieses komische Kopfding da macht? Außer echt creepy aussehen? Also das hier unten? Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. So, ihr habt wieder überall Müll hingemacht. Den heben wir noch kurz auf und dann ziehen wir weiter. Vor allem, wie viele Pilze habe ich denn eigentlich für den... Ich habe 5 davon. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, ich habe genug Pilze für Sozo. Gut, machen wir eben noch Futter fertig und dann ziehen wir los. Patz, 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 patz. Mehr kann ich nicht? Okay. Magere Mischmahlzeit. Ja, das ist besser als gar nichts. Da müssen wir uns ja tatsächlich bald von Liesel, Son of Odin verabschieden. Zumindest hier im Spiel. So, ihr futtert jetzt alle ganz brav und wir gehen jetzt mal so zu die Dinger bringen. Da, 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 da. Was haben wir hier? Nichts, was ich brauche. Seltene Dekorationen, die alle von unserem großen Anführer, dem glorreichen Sozo, gefunden wurden. Wir verkaufen sie, um Geld für Pilze aufzutreiben. Mehr Pilze. Wir brauchen immer mehr. Seid ihr sicher, dass es euch gut geht? Oh, hier. Was mag es sein? Ja. Oh, ein Kapibara. Oh, wie cool ist das denn? Gibt noch eine. Okay. Gucken wir mal. Wir geben nur Gold für Anhängerform aus. Adler vermute ich. Gibt noch eine. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Oh, eine Giraffe. Oh, was tut. Geht noch eine? Jawohl. Gib mir das ganze Gold dafür aus. Ich sollte eigentlich was aufheben fürs Bauen, aber Ein kleiner Bulle oder Bison? Geht immer noch. Irgendwann ist ausverkauft. Ich bin mir sicher, irgendwann ist ausverkauft. Ein Frotti. Sehr gut. Jetzt ist ausverkauft. Ha. Gut. Hallo Sozo, ich habe deine Pilze. Ja, ja, gib Sozo, gib mir. Hervorragend, hervorragend, aber nicht genug. Bring Sozo mehr und Sozo zeigt dir, wie du deinen Anhängern eine Gehirnwäsche verpasst. Sozo vermutet, dass du etwas für deine Mühen haben willst. Natürlich, Sozo bezahlt stets seine Schulden. Nimm das. Ah, der Typ ist so gaga.
Okay. Okay, ich will keine Pilze anbauen. Gut, das haben wir gemacht. Wir können immer noch nicht diese vorzügliche Mahlzeit machen, weil wir dafür noch irgendwas brauchen, was wir nicht haben. Dieses Gemüsefestmahl. Aber gut. Kriegen wir irgendwie hin. Ach, nicht du schon wieder. Ah, ich habe vergessen, das Vlies zu ändern. Ach, ich Depp. Angriffstempo, sehr schön. Gegner entlassen mehr Eifer, erhält die doppelte Lebensenergie beim Heilen und ein blaues Herz. Ach, nicht du schon wieder. Ich werde nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Lishi. Komm in meinen Tempel, du wirst dann auf die Schlachtbank folgen. Ach, das ist ja schon der Endkampf. Huch! Ja, ist gut. Gib Waffe. Nekromantenschwert. Juhu. Zerstöre einen Gegner, mein Geist zu entfesseln, der Gegner näher angreift. Nehme ich gerne. Danke. Ja, das nehmen wir auch. Super. Sieht super aus. Perfekt. Knochen, Knochen, Knochen. Wir könnten noch mal wieder ein Festmahl im Grunde machen. Jetzt haben wir so viele Knochen. Direkt in den Gegner reingespawnt. Schön. Wir haben jetzt so viele Knochen. Wir könnten die dann eigentlich alle mal verwenden. So für ein paar Rituale. Da, 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 da. Huch. Hallo, mein Kind. Ich kenne dich. Bist du ein Freund von Ratau? Ich dachte, du kennst mich. Ich erkenne diese Krone auf deinem Kopf. Ratau hat mir alles über dich erzählt. Ich bin unterwegs, zu ihm eine Runde Astragaloi zu spielen. Ich habe Schulden zu bezahlen und Schulden zu machen. Okay, also können wir den nächsten zum Astragaloi herausfordern. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich hier Dinge kaputt mache. Jetzt ist für mich die Frage gerade, es heißt ja, dass die Waffe Geister erschafft. Aber, ah doch, ja, aus jedem Gegner erschafft sie Geister, das ist gut. Nicht nur aus bestimmten, was haben wir denn hier? Stichis Zunge. Spawn eine Bombe im ganzen Raum zerbrechlich. Komm, nehmen wir mal mit. Das kann ja nicht schaden. Ich habe aus Versehen dein Lager kaputt gemacht. Ach, das ist schon wieder hier, Typi. Nein, ich will nicht. Jener, dem du dienst, das Monster, das wir uns in Ketten gelegt haben, wird keine Ruhe geben, bis alle vier von uns tot sind. Du magst vielleicht meinen Bruder Lishi getötet haben, aber mich wirst du nicht kriegen. Du wirst auch nicht in der Nähe der anderen Bischöfe des Glaubens kommen. Wir sind bei weitem älter und mächtiger, als unser werter Bruder Lishi es war. Aha. Yay, unser Anhänger ist nicht mehr krank. Das ist sehr gut. Zack. Autsch. Sieht schon alle ein bisschen fies aus hier. Ich hätte eigentlich jetzt auch das Artefakt nutzen können. Na egal. Machen die Bomben eigentlich auch an mir Schaden? Ich habe eigentlich nicht vor, das rauszufinden. Naturheilskette. Die Schönheit liegt im Auge des Trägers. Der Anhänger erhält Bonusressourcen. Nice. Das klingt natürlich sehr gut. Zack, zack. Zack. Mehr Gras. Zack, zack. Wir gehen nochmal kurz in den anderen Raum, den wir da übersehen haben. Der Twitch-Chat entscheidet über dein Schicksal. Schicksal! Okay, hier sind nur Gegner, aber das ist okay. Das ist so befriedigend, hier einfach rumzurennen.
ich muss echt Astralagoil spielen gegen Flinky. Flinky, die Schlange. Allen Gegnern wurde Schaden zugefügt. Na, no, es waren aber gar keine Gegner da, aber danke. Gold. Mhm. Hm. Wo gehen wir jetzt hin? Da ist ein Händler, da gibt's Nahrung. Was ist das da mit der Krone? Hm. Hm. Ach du, schon wieder. Schönheit ist Wahrheit, Wahrheit ist Schönheit. Um mehr musst du über dein Herz nicht wissen. Okay? Horche bloß auf dein Herz, dort findest du deine wahrhaftigsten Wünsche. Okay. Ein Igelchen. Nee, Armadillo? Ich glaube, das ist ein Armadillo. Sehr schön. Und das war ein kleines Geschenk. Nehmen wir auch mit. Ja, die können wir auch mal kaufen. Fluchangriffsschaden erhöht sich. Das ist okay. Ich habe die bislang immer ignoriert. Wir können die dann auch mal kaufen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Zumindest... Blümchen. Beten. Beten. Deine Besitzzimmer werden dich über den Tod hinaus begleiten. Oh, das ist nice. Danke. Einmal was trinken. Denk dran, regelmäßig trinken. Holz brauchen wir nicht. Wir können kämpfen gehen. Hingabe stehlen. Jawohl. Komm her. Lass mich dich prügeln. Du auch. Was haben wir hier? Holzlaternen. Eine einfache Möglichkeit, das Dunkel zu erhellen. Oh, das ist nice. Kostet 2 Holz, aber das ist egal. Autsch, bin ich in den Gegner reingerollt. Hm. Kommt mir aus dem anderen Spiel sehr bekannt vor. Ist es denn wahr? Nicht abgelenkt werden, einfach machen, nicht ablenken lassen. Was haben wir denn hier? Todesstreich 5? Ja, nee. Zap, zap, zap. Gras brauchen wir. Oh, toll, der macht Gift. Das ist ganz schön. Dass er Gift macht, ist ja super. Sehr schön. Wir gehen noch mal kurz zurück. Weil da war ein Raum, den wir noch nicht erkundet haben. Der hier oben. Ach, er. Gefällt dir meine Krone? Hat Kemach gemacht. Aus was? Okay. Erzeug ein Tentakel, das bei Berührung Schaden verursacht. Ja, warum nicht? Ja, hast du toll gemacht, die Anhänger. Oh, Moment. Leben die noch oder sind die jetzt tot? Weil das, der Geist kommt nur dann, wenn ich jemanden töte. Ich glaube, das sind Dinge, die ich nicht hinterfragen sollte. Okay, irgendwas ist mit meinem Hund gerade. Ich weiß nicht, was mit meinem Hund gerade ist, aber die kommt hier rein und hechelt. Was ist los, Mossi? Was willst du? Wenn sie hechelt, hat sie immer irgendwas. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was los ist. Kann sein, dass wir den Stream heute ein bisschen früher beenden müssen als gedacht. Gracie, was ist los? Was hast du? Ich glaube, nach der Runde werde ich den Stream für heute mal beenden. Weil irgendwas ist mit ihr.
möglich, dass sie Verdauungsprobleme mal wieder hat. Schüsse, komm mal her. Gracie, komm mal her. Was hast du? Was ist los? Wollen wir gleich mal rausgehen, ja? Okay. Irgendwas ist. Ich guck gleich mal, was sie hat. Oh nein, ja, ich weiß auch nicht, was ist, was sie hechelt. Und sie hechelt eigentlich nur, wenn sie wirklich ganz, ganz, ganz dringend raus muss. Sie ist so ein sauberes Tier, dass sie immer anzeigt, wenn sie raus will, wenn irgendwas ist. Panzerhandschuhe, Panzerhandschuhe, naja, lass mal das mal. Deswegen, ich beeil mich jetzt mal ein bisschen hier. Versuche aber nicht zu sterben. Und dann machen wir für heute mal ein bisschen früher Schluss als sonst. Weil wenn ich jetzt rausgehe, will ich jetzt auch keine Pause machen, ehrlich gesagt. Weil ich ein bisschen länger Gassi gehe. Ja, das nehmen wir mit. Ich habe die ganze Zeit fleißig zu, muss man gerade zusammensuchen für Ämter. Was? Sitzt schon seit Stunden dran. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich will das da haben. Gib mir das. Ja, ist schön. Meld dich später mal, sagt Bescheid. Also, ja, mache ich. Alles gut. Ich vermute, dass sie irgendwas nicht verträgt. Mal wieder diesen Straßenhund und irgendwie gegen alles allergisch, was man ihr füttern will. Deswegen ist das mal so ein bisschen schwierig, sie zu füttern. Sie kriegt ganz spezielles Futter. Oh, nice. Aber ja, mal gucken. Boss Time. Wir machen das jetzt noch und dann werde ich gleich Feierabend machen. Alles gut, Mausi. Ich bin hier für dich. Alles ist fein. Vielleicht ist sie auch verwirrt, dass Frauchen hier sitzt und die ganze Zeit irgendwie mit einem Monitor redet. Das kann natürlich auch sein. Hallo, Boss. Endlich. Ich habe mich schon drauf gefreut. Mach deinen Frieden, Kreatur. Du wirst diesen Tempel nicht wieder verlassen. Frieden. Das ist schon echt cool gemacht. Okay. Ja, es ist cool gemacht, auch wenn er eklig ist. Er kann ja die Zunge einsetzen. Und da kommen auch seine Ads angehüpft. Höhlbomben. Jetzt geht mal weg hier. Keiner braucht euch. Die hüpfen mir hinterher. Das ist ja super nervig. Autsch. Ich kann seiner Zunge auch Schaden machen, das ist gut zu wissen. Oh nein. Na gut, komm her. Zack, 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 zack. Ich die ganze Zeit Schaden. Was ist mit den roten Markierungen auf einem roten Boden? Im Übrigen irgendwie echt nicht leicht. So, das war der. Ha! Herz eines Ketzers. Woo! Sehr gut. Nächster Boss gelegt. Es läuft. Anhängerform. Ein roter Panda. Ja, wie seht? Und jede Menge Gold. Und eine Hecke. Trophäe. Trophäe. Nein, Trophäe. Sehr gut. So, dann laufen wir mal kurz zurück. Ketzer besiegt. Und dann werde ich für heute ein bisschen früher Schluss machen und schauen, was mein Hund von mir möchte. Ja, Süße, alles gut. Ich habe es genossen, zu beobachten, wie du Hackett vernichtet hast. Es war vorhersehbar, dass ihre Arroganz einmal ihr Untergang sein würde. Dein gnadenloser Kreuzzug gegen den alten Glauben, der hat mein kaltes, starres Herz. Gepackt, dein
Und der Hirte wird einen Pfad durch die Wildnis bahnen, Flüsse in die Wüste bringen und Licht ins Dunkel. Gracie, komm hier. Komm hier, Mausi. Tappi, tappi, tappi. Yay! Seid glücklich. Freut euch mit mir. Yay! Und jetzt geht ins Bett. Der Twitch-Chat entscheidet über dein Schicksal. Das ist schön, Twitch-Chat, aber wir werden jetzt 2 Jahre machen. Ich sehe schon, ich habe hier wieder aufzuräumen. Aus irgendeinem Grund liegt Eligos nicht im Bett, weil sein Bett kaputt gegangen ist. Und ich habe kein Holz. Ach, ist das schön. Ah, zack. Gracie. Ich läuft mir jetzt hier die ganze Zeit hier rum. Okay, so. Wir speichern. Und dann machen wir jetzt erstmal Schluss für heute. Willst du das Spiel wirklich beenden? Ja, will ich. So, meine Lieben. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für den kurzen, aber schönen Stream. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Du hast mir diesen ekelhaften bekommen, bis hier heute sehr versüßt. Schön zu... Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ihr da wart. Ich beeil mich jetzt auch, weil sie echt drängelt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Denkt dran, auf Discord gibt es immer die Schedule. Nächste Woche werden die alle ein bisschen anders, die Streams von der Zeit her, weil ich Termine habe nächste Woche. Aber auf Discord die Schedule, da seht ihr, was wir spielen werden. Nein, wir sehen uns morgen. Was erzähle ich denn da? Wir sehen uns morgen ja nochmal. Wir sehen uns morgen ja nochmal, genau. Morgen nochmal ein Stream mit Traveler's Rest. Und dann nächste Woche wird sich alles noch ein bisschen ändern zeitlich, alles noch ein bisschen verschieben. Aber das seht ihr dann in der Schedule auf Discord. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen, schönen Restdienstag. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Bis morgen, 1 Uhr. Tschüss, bye.